Warum bin ich hier nicht früher drauf gekommen? Es ist voll der flüssige Start, wenn ich mich einfach dahin teleportiere. Die Musik startet flüssig. Alles ist ein flüssiger Übergang. So eine Scheiße. Naja, wir sind noch wieder in Hateno. Zwischenzeitlich war ich vielleicht anders. Reich geworden, hab Steine gesammelt, Viecher getötet und sonst was. Ich glaub sogar einen Schrein gemacht. Aber kennt ihr ja, glaube ich, inzwischen. Ey, was ist das denn hier für ein schönes Haus? Was machst du da? Ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da? Na, das Haus da abreißen? Nein! Zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will's kaufen. Muss ich schon mit dem Chef selbst sprechen. Ja, wo ist denn der Chef? Ist ja bestimmt nicht am Arbeiten, der Chef. Also du bist nicht der Chef, du arbeitest ja. Du kannst nicht der Chef sein. Ah, du arbeitest nicht, dann bist du der Chef. Hallöchen. Kann ich dir weiterhelfen? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur Schwerkäufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich kaufe es. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut, ich erkläre es dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sage es nochmal, lockeren 50.000 Rubinen. Hast du so viel? Das ist viel. Ja, hab das viel. Als ich so alt war wie du, hatte ich auch ständig Geldprobleme. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Als ich so alt war wie du, und du bist schon Schnuckiputz. Also gut. Also gut. Pass auf. Ein Sonderangebot nur für dich. 2000 Rubine. Aber, das bringst du mit 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Hi. Dummster Tor da, hört gerade mal auf. Jawohl. War keine 3000, oder? Ich hab so viel gefarmt und habe nur... Kann ich ja wohl nicht sein. Keine 3000 hab. Ach. Na gut, dann machen wir halt die Hauptquest und kommen später wieder. Jawohl, klar. Ich komm wieder, keine Frage. 3000 Rubine, das schaffen wir locker. Vor allen Dingen, warum reißt ihr nicht diese Häuser ab? Die sind scheiße hässlich. Wir reißen das Haus ab. Gar keinen Sinn mehr. Naja. Hier oben. Aha. Ja. Jetzt. Okay. Das hat sich ja gelohnt. Aber wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich jetzt nicht mehr. Hallo. Verkäuferin? Hi. Ja, ja, ich will nichts kaufen. Ich will verkaufen. Oh. Ja, ich will verkaufen, denn ich brauche dringend Geld. Fräulein. Hiervon kriegst du jetzt mal 12. Okay. 360, ja. Okay, gut. So, und dann fahren wir mal weiter. Hab ich hier noch Mahlzeit. Hier, den brauche ich eh nicht. 3 Ausdauerringe, die der regeneriert. Wenn ich nur ein Drittel haben kann. Der weg. Ach, tschüss. Warum so versteckt? Ah, Sie meinen, ich bin hier in der Ecke schlecht zu sehen. Aber ich muss hier stehen, das ist mein Lieblingsplatz. Bitte haben Sie Verständnis. Okay, du bist merkwürdig. Leb wohl. Geh ein Haus kaufen. Geh ein Haus kaufen. Geh ein Haus kaufen. Geh ein Haus kaufen. Auf ein Haus. Ich wusste dir schon, dass wir ein Haus kaufen. Also da, hier ist mein Haus. Ein Baum daneben. Ein Pferdestall.
habt es euch bequem gemacht an meinem Haus. Hab sie, klar. Sehr gut. Die erste 30 Holzbündel. Die kam schon seit ewig. Ah. Ja, ich hab sie. Hier, 3000 Rubine. Ich zahle. Sie sind doch sicher schwer. Ich wär mal dank. Ich schicke Dumster nach Akala, um dort Land zu erschließen. Pause, übrigens. Hast du das Haus gekauft? Ja. Eindruckend in deinem Alter. Nichts Besonderes. Also dann, was? Ich gehe bald von hier weg. Warum? Beruflich. Beruflich? Du hast vielleicht schon davon gehört. Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Nicht schlecht. Nichts Besonderes. Wo geht's hin? Auf der Zoras liegt im Norden von hier. Akala. Ja. Ja schon, dann viel Erfolg. Danke. Ja, dann muss ich wohl langsam los. Wenn du Lust hast, schau doch mal in Akala vorbei. Bis dann, mach's gut. Das ist eine der größten Quests im Spiel, die insgesamt richtig süß werden kann. Das ist jetzt mein Haus. Ich esse. Hier was ausstellen. Nee, das will ich eh nicht benutzen. Wobei, das hält notfalls warm. Will ich benutzen. Aber könnt ihr das Haus nicht auch schöner machen, hier für mich? Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Mein Haus ist noch nicht schön. Mm. Er haut sich hin. Ha. Dann kann ich auch Hauptquest machen. Ja, ich schlafe mich nicht. Lumpy. Was ein Fauler. Lumpy. Farben gewonnen, zu färben. Wenn man die Bänder da einfach das Wasser. Auch wenn ich es tue, ich wollte es nicht. Okay? Ich habe euch zwar verurteilt, aber das wollte ich. Okay? Seid nicht so nachtragend. Übernachtung hier. Leck mich doch am Zückerli, dafür müsste ich Geld zahlen. Niemals. Niemals übernachte ich bei dir. Da oben zum Labor. Nicht schlafen. Dafür haben wir gar keine Zeit. Haben gar keine Zeit zum Schlafen. Wenn ich immer genug Zeit. Durch Äpfel sammeln, die ich einfach nicht brauche. Warum sammle ich immer noch Äpfel? Was macht ihr denn? Hallo? 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 Ah, guten Abend. Nachts mit ein kühles Windchen, was? Was machst du? Genau das, wonach es aussieht. Ich passe auf die Windmühlen auf. Also, zusammen mit meinen Liebsten. Zusammen, aber nicht gleichzeitig, verstehst du? Wir arbeiten sozusagen in Schichten. Unsere Liebe ist so stark, dass wir uns nicht ständig sehen müssen, sondern abwechselnd arbeiten können. Okay, tschüss. Wenn jemand so sehr verliebt ist, werde ich Gallo hoch. So ekelhaft, sie ist verliebt. Arbeit geärgert, dass sie so ekelhaft süß verliebt sind, dass mir ständig schlecht wird. War lustig. Dann habe ich die Neue gefragt, bestimmt sie mir auch zu, und sie war so eine Antwort verlegen und hat dann nur genickt, und dann habe ich laut geschrien, sie hat mir zugestimmt! Also wenn ihr frisch verliebt seid, ist das okay und super. Wenn ihr es auf der Arbeit auslebt, richtig hart auslebt, die Zunge in den Hals stecken und allem, dann werdet ihr dafür verarscht. Von mir. Ich fange dann an, bei euch zu arbeiten und werde euch explizit dafür verarschen. Wenn ihr normal verliebt seid und so ein bisschen romantisch und hier und da ein bisschen Busserle oder sonst was, vollkommen okay. Also Verständnis, wenn ihr einfach oben 20 Minuten die Umkleide besetzt. Aber wenn ihr euch während der ganz normalen Arbeit die Zunge in den Hals steckt, kommentiere ich das und verarsche euch. Damit das mal klar ist. Also, wenn ihr das macht, dann schreibt es in die Kommentare. Postet die Adresse von eurem Arbeitgeber. Tut das nicht! Aber nur halt für die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Postet die Adresse von eurem Arbeitgeber. Und dann fange ich da an.
bei dem Arbeitgeber, dessen Adresse ihr übrigens nicht postet, obwohl ich euch dazu auffordere. Dann komme ich da so hin, fange da an zu arbeiten, suche euch und verarsche ich euch. So, wir sind beim Hateno-Institut angekommen. Sehr gut. Habe ich zurzeit eine Fackel? Besitze ich? Ja. Das könnte nämlich noch wichtig werden. Ein Blutling. Hier ist eine Hacke, die interessiert nicht. Oh ja, nehmen wir mal den Hintereingang, bis jeder guter Gast macht. Hi. Ja. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Kannst du überhaupt lesen? Ich wette, du bist strohblöd. Magnetmodul überhaupt nicht verstehe. Bildermodul. Du kennst mich. Du bist doch der Unwichtige. Frau Direktorin! Frau Direktorin! Das ist ein waschechter Schickerstein. Frau Direktorin? Oh je. Ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Institutes. Die größte Expertin auf dem Gebiet der antiken Forschung. Hurra! Ich bin Selbstwissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber nein, das solltest du aus ihrem Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Bleib da rein. Da bist du baff, was? Nicht Siemens ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katschika! Sag mal, Link. Hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Was? Bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung gar noch nicht erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Weißt es noch, als wäre es gestern gewesen, und trotzdem erinnerst du dich nicht damit? Nein. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Gut, dann hast du ja auch vergessen, wie ich dich vorher ausgezogen habe. Das ist eigentlich ganz nützlich. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Mann, ist doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Das ist ein Kind. Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Oh, war genug davon. Zurück zum Thema. Große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die erstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen. Verloren gegangenen Basismodule deines Schickersteins zu aktivieren. Ja, bitte. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, die Sache für mich zu erledigen. Schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich will den Schickerstein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Außen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Oh, hier ist auch eine Fackel. Das ist... Okay. So, dann holen wir doch mal die blaue Flamme. Hier, es fängt jetzt gleich an zu regnen. Dann werde ich aber böse. Wieder böse werde ich dann. Die Kühe darf ich nicht töten, das macht ja Sinn. Aber wer würde schon Kühe essen, ne? Da vorne ist die blaue Flamme, das ist ja ganz easy. Ist ja ganz easy. So. Also dann.
Klettern wir mal hoch. Wir so dünn durch alles an, damit wir, falls was schief geht, da auch einmal von woanders hoch. Verrostet ist schwer, das müssen wir mal machen. Wir müssen einen anderen machen. Die ätzen. Die ätzen. Naja. Dann finden wir mal. Ich Häuser an und Dorf und Ufer und dann esse ich die alle. Das ist einfach Essen. Das fängt mir immer noch nicht, was die ganze Sache sehr, sehr angeht. Aber. Und ja, vielleicht gehe ich jetzt einen kleinen Umweg, aber es wäre eigentlich gar nicht egal. Zumindest gehe ich einen halbwegs richtig. Gehen wir ja hier dann hoch, um das zu tun, ne? Ja. Ja. Der Weg ist okay. So, bei welcher Blödsinnsgeschichte waren wir vorhin stehen geblieben? Hab ich erzählt, was ich mit Pärchen auf der Arbeit mache, die sich die Zunge im Hals stecken. Aber die Geschichte war schon zu Ende. Ich könnte euch denn noch erzählen? Ha! Von der Arbeit jetzt nicht so viel. Beim Handball? Nö. Wisst ihr übrigens, dass ich Handball spiele? Ihr solltet alle anfangen, Handball zu spielen und einen Schiedsrichterschein machen. Und Sport ist wichtig. Wenn ihr gegen mich spielt, solltet ihr absichtlich verlieren. Weil, ist so. Ist so. Ist mir egal, ob ich verdient oder unverdient gewinne. Hauptsache, ich gewinne. Hauptsache, ich gewinne. Wie weit ist denn dieser Scheißweg noch? Gott, jetzt weiß ich wieder, warum ich teilweise Quests offline mache. Da oben ist es. Geht ja. Und es ist noch immer kein Regen in Aussicht. Das ist doch schön. Einmal hat das Spiel dann mitgespielt, denn normalerweise in Breath of the Wild, immer wenn ihr irgendwas machen wollt, was mit Feuer oder Klettern zu tun hat, sofort Regen. Sofort. Immer. Immer, sag ich euch. Aber heute scheinbar nicht. Heute scheinbar nicht. Das ist gut. Das ist ziemlich nützlich. Naja. Dann. Sind wir ja jetzt hier oben. Da können wir das Feuer reinmachen. Oh, da habe ich genießt. Oh. Kann ich hier teleportieren? Wie praktisch. Hi. Wurde aktiviert. Daran ist nichts. So funktioniert es nun mal. Hihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Porsche-Blut in Wallung. So, die Basismodule eines Schiegerscheins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los! Dann ruf mir ganz laut Kachika, komm schon. Kachika. Nicht gerade enthusiastisch, aber gut. Von Natur kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Okay. Nee, du machst meinen Schiegerstein kaputt, ne? Das wäre nicht so cool. Wäre doof. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Da. Fotomodul erstellt ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografiert, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzu. Oha. Das sind wichtige Orte. Das hier ist ja mein Hyrule-Handbuch. Was ein paar Seiten hat. Monster, Tiere, Essen, Schätze. Fertig, na? Ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich mal los. Mach doch mit dem mal ein Foto von mir. Hurra.
speichern wir doch purer. Okay, hab ich gemacht. Jawohl, ja. Und wie läuft's mit dem Foto? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Hier ist es. Ach, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Hm. Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ach, ich bin das. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Na nu, neben diesem Foto sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Das ist ein Zelda, muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß. Du hast ja dein Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wieder herzulegen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kann die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte. Wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder Robelo von Makala bringen würdest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich lang genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los. Jawohl, ja. Ein Angebot. Ja, verbessern. 3 antike Schrauben. Antike Achsen, antike Reaktorkerne. Antike Materialien, ja. Ja, antike Materialien. Ja, bitte. Welchen Modul möchtest du denn? Chica-Sensor. Ja. 3 antike... Ja, hier, bitte. Die sollte ich haben. Ich bin geschockt, wenn ich die nicht habe. Herr Chica. Ja, erledigt. Anscheinend schwerer aufgehoben. Packen wir es an. Besserer Sensor ist von Anfang an gut. Anderen Sachen sind jetzt auch cool, aber nicht unbedingt notwendig. Er findet auch Objekte außer Schrein. Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt in die Richtung... Okay. Er findet auch andere Objekte. Ja... Ja, stimmt. Hehe. Sehr gut. Alles gegeben. Ha. Oh, ein Chica-Sensor Plus. Zeig ihn mir. Also, zeig doch bitte später mal den Chica-Sensor Plus. Ja, ich will noch was verbessern. Ja. Die antike Materialien. Bombenmodul kann ich vielleicht verbessern. Antike Achsen. Toll. Naja. Das ist okay. Der sollte sehr praktisch sein. Aha. Blutling hinter dem Mund mit der Hilfe des Foto. Hab ich doch schon aufgehoben, oder? Jetzt wieder da, hinter dem Institut. Weil vorhin hatte ich da einen Blutling aufgehoben. Da habe ich mir gedacht. Naja, aber wir sind ja pfiffig. Wir sind ja pfiffig. Wir sind ja pfiffig. Komm. Da. Blutling. Foto gemacht. Da. Da habe ich von einem Blutling hinter dem Haus ein Foto gemacht. Hoffentlich hat er das so gemeint. Oh. Ja. Hier. Das Bild von Glutling. Oh ja, da kannst du bestimmt sehen. Oh. Die Glutlinge in der Nähe anzeigen. Nice. Nördlich von hier müssen welche wachsen. Was soll ich dir bringen? Wo soll der wachsen? Experwald.
Hier ist dann sehr easy. So, wo ist Norden? Hier. Das dort ist dann der Expertwald. Ja, da kann ich schnell hin. Dann holen wir da die drei Glutlinge. Das können wir ja machen. Schika-Sensor mit Y. Deine im Handbuch wählen. Blutling. Ja, jetzt kann ich damit Blutlinge suchen. Geil. Die irgendwie gar nicht so. Ach, da. Den meint er. Nice. Ey, schlag doch mal an, hier sind voll viele Glutlinge. Speichern wir das mal. Hallo? Ja, jetzt weißt du, dass es eine Spurdex ist, oder was? Ah. Ah. Hat jetzt nicht sofort so funktioniert, wie ich das wollte. Nein. Wo war jetzt der Glutling? Vergisst du mich? Oh, da! Sollte ich aber genug Glutlinge haben, ne? Ja. Das reicht jetzt hier an Pilzen. Genug Pilzsuche gemacht. Teleportieren wir uns zum. Ach, da wäre noch eine Sprintechse gewesen! So, sind wir wieder beim Hateno-Institut und dann. Ich möchte mal was ausprobieren und zwar. Das sieht ihn so gar nicht, okay. Oh, so erkennt das als Hacke an. Okay. Cool. Oh, cool. Cool. Ich erkenne gar nicht. Schade. Ja. Ja. Ja, klar. Erste drei. Oh, drei Maxi-Trüffel. Das ist nice. Ja, ja. Ja. Hey. Ich kann dafür sorgen, dass dein Schick mehr Dinge finden kann. Hallo? Du darfst ruhig ein bisschen überrascht sein. Nun, vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären. Dass unsere Leitstein alte Fotos enthält, wenn wir diese jetzt unter einem Harold. Wie einfacher. Oh. Naja, einfacher halt. Ist dir vielleicht gar nicht klar, wie praktisch der Schicker-Sensor Plus ist? In Verbindung mit dem Hyrule-Handbuch kannst du nun nach allem suchen, wovon du ein Foto registriert hast. Mit Hilfe unseres Leitsteins können wir deinem Hyrule-Handbuch fehlende Fotos hinzufügen. Du musst sobald jede gewünschte Zutat um Hand umdrehen. Das könnte auf deiner Reise recht hilfreich sein, oder? Soll ich noch einmal erklären? Passt schon. Gut. Ich, das süße Leitstein einfach so benutzen zu lassen, kommt mir irgendwie falsch vor. Aber andererseits bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird. Deshalb wollen wir mal eine Ausnahme machen. Also dann, dürfte ich dich um den Schikarstein bitten? Nur kurz, in Ordnung. Vielen Dank. Dann schalten wir mal schnell den Leitstein ein. Danke. Der Schikar. Gut, das
Jene Szene ist, die wir heute erst das siebte Mal sehen. Jetzt wird ein Foto hinzugefügt. Wovon kriege ich jetzt ein Foto? Da bin ich mal gespannt. So, gucken wir mal, warten wir mal. Ging ein Foto von Plänzchen. Hey. Ein Wohlhandbuch wurde aktualisiert. So. Oh, das ist ja. Es scheint, als hätte das Hyrule-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein wurde in dein Hyrule-Handbuch übertragen. Restlichen Lücken kannst du füllen, wenn du mit Bilder machst oder mit Hilfe des Leitsteins. Hey! Nächstes Mal, wenn du den Leitstein musst du aber bezahlen. Damit unterstützt du unser Institut. Die Chefin hat gesprochen. Ach. Fotos hinzufügen. 4 Fotos. 83, 64. Jedes Mal 100. Ja. Kann man machen. Mein Kater. Haut er mir einfach die Foto in die Seite. Ja. Wenn man dann halt reich ist und nicht Bock hat, alle Fotos selber zu machen, dann kann man und alle Fotos kaufen. Dann auf Dauer ein bisschen teuer, aber ich habe eigentlich niemand Bock, die ganze Zeit so hier durch die Gegend zu rennen und zu sagen, oh, wo könnte denn hier mal was sein? Ne? Oder vielleicht doch. Auf alle Fälle stellen wir den Chica-Sensor wieder auf Schreine. Denn anderes brauche ich zurzeit nicht. Anderes brauchen wir nun wirklich zurzeit nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Teil wieder zu Impa und fragen sie, was es mit den anderen Fotos da auf sich haben könnte, die Zelda scheinbar gemacht hat, ne? Zelda hat ja Fotos gemacht. Habt ihr wieder dieses kleine Störgeräusch gehört? Ich habe immer das Gefühl, dass der Nacht des Blutmondes ist, den ihr übrigens noch nicht einmal gesehen habt, weil der immer nur passiert, wenn ich nicht am Aufnehmen bin. Aber sollte der irgendwann mal während der Aufnahme passieren, erkläre ich euch, was es damit auf sich hat, und wenn nicht, dann halt nicht. Fackel. Ja. Einfach ein Handbuch aufgenommen. Sowas kann man dann offscreen machen oder onscreen. Und so weiter und so fort. Oh, ein Highway-Pilz. Kann ich ja fotografieren und ins Handbuch aufnehmen. Und ja. Am Ende kauft man sich so oder so dann die letzten, weil so viel Spaß macht das jetzt auch nicht, alles zu fotografieren. Finde ich. Andere Leute lieben ja sowas zu fotografieren. Und daher habe ich eigentlich gar nichts zu sagen, was das angeht. Oh, was war das denn? Jetzt ein Tier verscheucht. Das ist aber traurig. Oh, ein Topfdeckel. Klar speichern wir den. Fischis? Nö. Bisschen schlecht, dass ich absolut gar keine Waffen habe. Aber ich glaube, das wird sich auch bis zum nächsten Mal regeln lassen. Oh, ein Apfel. Falls ich mal Äpfel suchen will, weiß ich jetzt, was Äpfel sind. So, dann verabschiede ich mich aber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Bis zum nächsten Mal. Ciao.